Hallo Fußballfreunde, sage ich heute mal, denn dieses Video ist für mich als Schalker mal wieder was Spannendes, denn ich beantworte eine Frage für den Dortmunder. Ist Gregor Kobel der Richtige für Dortmund als neuer Keeper? Ist er Dortmunds Nummer 1 in Zukunft? Genau das hat mich Patrick gefragt, genau diese Frage werde ich heute beantworten. Sie ist spannend, denn, wie alle wisst, machen wir jede Woche den Blau-Gelben Stammtisch. Jeden Sonntag 13 Uhr diskutieren wir über aktuelle Themen bei Dortmund wie auch bei Schalke. Und da habe ich immer wieder gesagt, Dortmund holt euch einen neuen Keeper, wenn ihr das nächste Level in der Defensive erreichen wollt. Immer wieder wurde dann gesagt, ja gut, Hitzbürki geht ja an sich, aber da habe ich mal wieder gesagt, ja, aber das letzte Level fehlt da schon. Und jetzt gibt es immer wieder mehr Gerüchte um neue Keeper und jetzt heißt es wohl auch, Gregor Kobel könnte es tatsächlich werden. Dortmund sucht eine neue Nummer 1, Kobel ist Stammkeeper beim VfB. Der Schweizer wäre für ca. 15 Millionen Euro zu haben, wäre es gut, ihn zu holen. Das ist hier die Frage. Ganz kurz mal zum Details, zu einem möglichen Deal, wie er aussehen könnte. Erst einmal Dortmund sucht einen neuen Keeper, das ist mittlerweile relativ klar geworden, denn weder Bürki noch Hitz sind Unterschiedskeeper. Was ich damit meine, das sind keine Keeper, die jetzt Dortmund einen Sieg retten. Natürlich sind es gute, durchschnittliche Keeper für den BVB, nicht mehr, nicht weniger, die auch teilweise eher durch individuelle Patzer auffallen, zumindest an Roman Bürki, als durch Mega-Paraden. Also es ist immer so ein bisschen wackelig, würde ich mal so sagen. Hitz hat aber seinen Vertrag erst im Februar bis 2023 verlängert. Er würde dann die Nummer 2 werden. Ich denke mal, damit würde er sich aber auch durchaus gut arrangieren können. Er ist einfach ein Teamplayer und Bürki hingegen darf den BVB wohl für 5 Millionen Euro verlassen. Und aktuell ist er ja eh nur noch die Nummer 2 hinter eben Marvin Hitz. In Dortmund werden mehrere Keeper gehandelt, von Gulaschi über Castells bis hin zu Dragowski oder eben auch Kobel. Und er wird schon länger von den BVB-Scouts beobachtet und eine Ausstiegsklausel besitzt er nicht und wäre somit für ca. 15 Millionen Euro zu haben. Was kann denn Kobel überhaupt? Kobel ist 23 Jahre alt, also noch eher ein junger Keeper, Stammkeeper, seit 2 Jahren schon beim VfB, erst in der zweiten Liga, letzten Sommer dann fest verpflichtet worden, jetzt in Liga 1, die Nummer 1 bei den Stuttgartern. Er hat einen Marktwert von 8 Millionen, wäre somit, wie gesagt, ca. 15 Millionen Euro zu haben. Also jetzt auch kein Schnäppchen, aber jetzt auch nicht so utopisch teuer bei den aktuellen Preisen in der Fußballwelt. Und auf der Linie ist ja ein starker Keeper. Also für mich ähnlich wie Hitz oder auch Bürki, denn auch die sind für mich auf der Linie durchaus gute Keeper. Aber eben auch mit dem Ball am Fuß hat er sich deutlich erstmal verbessert und er ist einer der stärksten in der Bundesliga. Das belegen auch die Zahlen. Allein schon diesen Wert für euch. 40% der langen Bälle bringt der Schweizer diese Saison an den Mann. Und das ist wirklich in der Bundesliga im Vergleich ein sehr guter Wert. Und das klingt doch dann schon mal aus Dortmunder Sicht ganz gut. Außerdem ist er bereits schon jetzt Führungsspieler in Stuttgart. Letzten Sommer wurde er fast Kapitän. Am Ende wurde sogar Gonzalo Castro. Er war neben zwei der anderen Kandidaten eben möglich als Kapitän. Und er ist noch jung, mit 23 Jahren alt und könnte mal wieder eine Ära prägen. Vielleicht, so schätze ich ihn ein, wäre er mal wieder ein Keeper, der wirklich jahrelang beim BVB spielt. Denn wenn man sich Interviews von ihm anhört oder auch Stuttgarter mal nachfragt, Kobel ist schon einer, der einfach Bock hat auf Fußball spielen, auf Fußball erfolgreich spielen, aber auch in der Mannschaft gut zu funktionieren. Wenn man das schafft beim BVB, kann ich mir gut vorstellen, dass Kobel wieder so ähnlich wie Weidenfeller möglicherweise auch sehr, sehr viele Jahre den Kasten hüten kann. Die Frage ist sicherlich aber auch, sollte man so viel Geld für einen 23-Jährigen bezahlen und nicht lieber doch einen Erfahrenen nehmen oder vielleicht doch lieber einfach mit Hitz oder Bürki weitermachen? Naja, Dortmund setzt Wert darauf, dass ihre Keeper im Spielaufbau mit einbezogen werden und im besten Fall als elfter Feldspieler agieren können. Das sind Fähigkeiten, bei denen Hitz wie aber auch Roman Bürki Probleme haben. Ich glaube, das kann man auch ganz klar und offen so ansprechen. Hitz und Bürki sind für mich durchschnittliche Keeper für den BVB. Nicht durchschnittliche Bundesliga-Keeper, da sind sie etwas besser, aber es sind durchschnittliche Keeper für mich für den BVB. Kobel hat sicherlich aktuell noch ein ähnliches Niveau, aber er ist schon jetzt für mich im Gesamtpaket, was einfach Führungsstärke, Ball am Fuß, Potenzial angeht, spannender und auch einfach entwicklungsfähiger als diese beiden Herren und somit wäre er für mich im Vergleich dazu der deutlich bessere. Also kommen wir jetzt zur Antwort. Ist Kobel Dortmunds Nummer 1 für die Zukunft? Sollte man ihn sich im Sommer schnappen? Klare Antwort von mir, ja. Ich glaube, das überrascht aber auch nicht mehr, wer den Stammtisch von uns beiden, von Patrick und mir auf Korosen Dose verfolgt, kennt meine Antwort, denn ich habe immer wieder gesagt, genau so ein genau so ein Spielertypen fände ich spannend, vielleicht auch Florian Müller oder eben Gregor Kobel, habe ich immer wieder angesprochen, genau diese beiden Namen. Kobel könnte es tatsächlich werden, denn wenn der BVB eine neue Nummer 1 sucht und danach sieht es ja aus, bringt für mich Kobel enorm viel mit. Führungsstärke, Potenzial, seine eh schon jetzige Qualität, stark auf der Linie und eben auch ein wichtiger Part im Aufbauspiel. Und das ist für mich ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, einen neuen Keeper zu finden. Dass der auch im Aufbauspiel ein wichtiger
Teil sein kann. Denn das Stop- und Aufbauspiel ist beileibe nicht das Beste. Es sorgt, besser gesagt, immer wieder für Probleme. Vor allen Dingen beim Keeper, beim rechten Innenverteidiger und beim Rechtsverteidiger merkt man einfach, dass das nicht Leute sind wie Mats Hummels oder Rafael Guerreiro, die das beherrschen und wo einfach die Gegner auch mittlerweile auch wissen, dass sie genau da pressen müssen und dass genau dann der BVB Probleme hat. Finanziell ist Kobel bei der Champions League auf jeden Fall stemmbar, aber auch bei der Europa League müsste er auch bedingt durch einen Büki-Verkauf, der ungefähr 500 Euro in die Kassen spülen würde, durchaus zu finanzieren sein. Und wenn ich Dortmunder Chef-Scout wäre, wenn ich Dortmunder Manager wäre, dann würde ich auf jeden Fall dreimal anklopfen bei Jörg Kobel und ihn im besten Fall auch zum BVB holen. Er ist sicher noch nicht so stark wie ein Castells, wie ein Gulaschi, überhaupt nicht, aber bringt trotzdem schon ein gewisses Paket mit, was nochmal im Gesamtpaket deutlich besser ist als das, was man hat. Und er könnte, wie gesagt, aufgrund seiner, ja, auf seiner Menschlichkeit sicherlich auch mal eine Ära prägen, weil er, ich glaube, darauf auch Bock hätte. In dem Sinne, Kobel zu BVB, vom Schalke habt ihr den Segen. Ich bin gespannt, was er macht. Ich könnte mir gut bei Dortmund vorstellen, auch wenn ich natürlich Dortmund nicht die Erfolge gönne mit Kobel, werden sie, finde ich, auf jeden Fall deutlich realistischer. In dem Sinne, eure Meinung gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut und Glück auf alle Schalker und natürlich auch an alle Dortmunder, denen es hoffentlich hier gefallen hat.